Wir sind Schüler in Klasse Wabo Heinz. In unserer Klasse gibt es 4 Mädchen und 14 Jungen. Wir kommen aus unterschiedlichen Ländern. 14 aus Afghanistan, 4 aus Syrien, einer aus dem Irak, einer aus Italien und eine Polen. Unsere Klassenlehrerin ist Frau Tam Nguyen. Sie kommt aus Vietnam. Neben Deutsch haben wir auch andere Fächer wie Kunst, Computeranwendung und Sport. Am Montag beginnt die Schule um 8.30 Uhr. Wir haben eine Stunde Deutschunterricht bei Frau Nguyen, danach Kunst bei Frau Montini und anschließend 2 Stunden Computeranwendung bei Frau Stapel. Um 12.50 Uhr wendet die Schule. 15.30 Uhr die Foto-AG bei Herr Rodon. Diese AG ist für uns Schüler freiwillig. Haben wir 3 Stunden Deutsch bei Frau Gien und danach 2 Stunden bei Frau Schatten. Dann haben wir Mittagspause und können alle in der Messe etwas essen. Die Nachmittagsschule beginnt um 13.45 Uhr. Da haben wir die Hausaufgabenbetreuung. Sobald wir mit unseren Aufgaben fertig sind, können wir nach Hause gehen. Am Mittwoch haben wir alle 2 Wochen Sport. Darauf freuen wir uns sehr, denn wir können in den Stunden mal Volleyball, Badminton oder Fußball spielen. Donnerstag haben wir wie normal Unterricht, von 8.30 Uhr bis 12.50 Uhr. An dem Tag gibt es wieder die Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag. Am Freitag haben wir vormittags 5 Stunden Deutschunterricht. Alle 2 Wochen um 14 Uhr ist die Erste Hilfe AG. Auch da kann man freiwillig hin. We'll be right back.
alle froh und dankbar, dass wir in die Walter-Grotz-Schule gehen dürfen. Hier können wir nicht nur lernen, sondern auch Leute kennenlernen und Spaß haben.